Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gothic 1. Wir stehen hier oben im alten Kastell bei Urshak. Den haben wir in der letzten Folge noch schnell geholfen. Der wurde hier von so ein paar Orks angegriffen. Ich weiß gar nicht, ja, das Zeug haben wir schon mitgenommen, was die dabei hatten. Und jetzt wollen wir uns doch mal mit ihm unterhalten. Dank Schulden, Fremder. Böse Orks töten wollen mich. Alte Brüder seien heute Feinde. Wer bist du? Name Urshak, sein Sohn von Geist. Menschen nennen Schamane. Genau, Menschen nennen Schamane, Menschen nennen Ork, Menschen nennen Urshak. Ja, gut. Dass die Orks natürlich unsere Sprache nicht perfekt können, ist klar. Ein Wunder, dass er überhaupt unsere Sprache kann. Woher kannst du unsere Sprache? Urshak gewesen Sklave bei Menschen in Nina. Seien gelaufen weg, seien viele Winter her. Du warst Sklave in der Mine? In welcher Mine? Mine gewesen mit Dorf in Kessel darüber. Ja gut, Dorf mit Kessel darüber, das ist ja eigentlich logisch, welches. Es kann nur eine sein. Warum kämpfen deine Stammesbrüder gegen dich? Urshak, gefallen in Ungnade, haben beschmutzt Ehrfurcht vom Krushak. Glauben, Krushak sei ein böser Dämon. Was heißt Krushak? Menschen sagen, schlafen. Du meinst Schläfer? Ja, Menschen sagen Schläfer. Was weißt du über den Schläfer? Fünf Brüder seien gewesen, seien viele Winter vorher. Waren Söhne von Geist, wie Urshak. Fünf Schamanen also. Haben gerufen, Krushak! Haben besiegen wollen, Clan von Feind. Fünf Brüder von damals haben gebaut Tempel in Erde für Krushak. Ein unterirdischer Tempel zu Ehren des Schläfers. Das muss Xardas gemeint haben mit unter der Orkstadt. Was passierte dann im Tempel unter der Erde? Brüder von damals haben gegeben Herz für Krushak. Aber Krushak gewesen böse. Krushak verfluchen alle, die bauen Tempel. Brüder ohne Herz, nun sein tot und lebendig. Sein beides. Krushak haben Herz von Brüder. Herz sein Kraft für Krushak. Was passierte mit den Arbeitern, die den Tempel erbauten? Krushak verfluchen alle. Auch die gewesen Arbeiter seien allen tot und lebendig. Ja, tot und lebendig, das heißt, wir werden es mit vielen Untoten zu tun bekommen. Aber Xardas hat ja passende Magie dagegen, also wir sollten noch ein bisschen Magie ausbauen. Haben die Orks an der Oberfläche nichts unternommen? Haben verschlossen Tempel. Brüder von heute anbeten Krushak. Krushak bekommen Opfer, damit nicht werden böse. Urshak-Opfer finden falsch, haben gesagt Krushak böse. Brüder wollen nicht hören, Brüder sagen Urshak gehen, Brüder schlagen Urshak. Ja, das haben wir gesehen, dass er geschlagen wird. Ich muss in den unterirdischen Tempel. Kannst du mich dorthin bringen? Urshak sagen Dank zu Fremder. Fremde retten Urshak, aber Eingang von Tempel in Heimat. Urshak nicht können gehen Heimat. Verstehe, sie lassen dich nicht mehr in die Orkstadt zurück. Kannst du mir sagen, wo auf meiner Karte hier die Orkstadt ist? Heimat von Urshak sein, wo Karte nicht bemalt. Fremder geben Karte, dann Urshak machen Karte fertig. Diese Zeichengeräusche. Du bist ein guter Kartenzeichner. Danke. Okay, das höre ich gerade auch zum ersten Mal, dass er da so vor sich hin murmelt, während er die Karte zeichnet. Das habe ich vorher irgendwie nie gehört. Nun, dann muss ich mir den Weg wohl freikämpfen. Brüder in Heimat seien sehr stark. Brüder seien sehr viele. Fremde nicht gehen. Viele Krieger. Fremde sterben. Andere Söhne von Geist in Heimat machen Fremde Feuer, dann Fremde sterben. Macht sich Urshak etwa Sorgen? Okay, aber ich muss einen Weg in den Tempel finden. Urshak keinen Weg. Fremde tragen Ulu-Mulu. Ulu-Mulu? Was ist ein Ulu-Mulu?
seien Standarte der Freundschaft. Brüder respektieren Ulumulu. Fremder tragen Ulumulu, dann Fremder nicht sterben. Fremder nicht sterben, wie er so dabei lächelt. Wo bekomme ich ein solches Ulumulu her? Fremde gehen zu Freund von Urshak. Freund von Urshak geben Ulumulu. Fremde tragen Ulumulu, dann Fremde nicht sterben. Ja, das mit dem Nichtsterben habe ich verstanden, aber wo finde ich deinen Freund? Freund von Urshak sein in Mine von Menschen. Freund damals nicht laufen weg mit Urshak. Freund damals gewesen krank. Oh, der Arme. Warst du in der alten Mine gefangen? Urshak nicht verstehen. Warst du in der verlassenen Mine gefangen? Urshak nicht kennen Wort. Ja, es gibt ja eigentlich nur eine Mine, wo er hätte gefangen sein können. Wenn er schon sagte, beziehungsweise Kessel, hat er glaube ich gesagt, Kessel mit Dorf. Oder Mine mit Dorf unten. Also kann es ja eigentlich nur die freie Mine sein. Beziehungsweise die jetzt nicht mehr ganz so freie Mine. Warst du in der freien Mine gefangen? Urshak gefangen in Mine und der Dorf in Kessel. Urshak glauben, Menschen nennen so. Danke für deine Hilfe. Urshak danken, Fremde. Fremde retten Urshak. Fremde nun Freund von Urshak. Freund nehmen Geschenk. Nehmen Talisman von Urshak. Talisman schützen vor Atem von Feuerwaran. Urshak nicht können gehen Heimat. Urshak nun hier wohnen. Freund kommenden brauchen Hilfe. Vielleicht werde ich auf dein Angebot zurückkommen. Du, also ich finde das jetzt hier nicht gerade optimal als Wohnung, aber du, da hinten, ne? Da über die Brücke. Da über die Brücke. Irgendwo da ist eine Brücke, ne? Und dahinter ist ein großes Schloss. Ja, Kumpel von mir. Kannst da einziehen. Naja, gut. Wir haben alle Informationen, die wir brauchen. Das heißt, wir packen die Fackel erstmal weg. Und gehen mal zurück zu Xardas. So, und da sind wir in Xardas Turm. Leider ist das Spiel zwischendurch mal wieder gefreezed beim Teleportieren. Also so richtig funktionieren. Naja, egal. Es ist Gothic 1. Ich sag da nichts mehr zu. Ich habe jetzt wieder ein paar Versuche gebraucht, bis das hier mal funktioniert hat. Aber jetzt haben wir es endlich geschafft. Wir sind bei Xardas im Turm. Ja, okay. Xardas, das ist irgendwie falsch, aber... okay. Von mir aus... Trag doch meine alte Robe. Ich habe mir die Antworten vom Ork-Schamanen geholt. Gut, dann berichte. Die 5 Ork-Schamanen, die den Schläfer riefen, erbauten ihm einen unterirdischen Tempel, dessen Zugang in der Ork-Stadt liegt. Das ist richtig. Undankbarerweise entriss er ihnen ihre Herzen und verfluchte sie und die Arbeiter zu ewigem Untotendasein. Sehr gut, sehr gut. Die Orks verschlossen den Tempel und bringen ihm seitdem Opfer, um ihn zu besänftigen. Hast du einen Weg gefunden, wie du in den Tempel gelangst? Ja, es gibt da einen Ork, der... Keine Einzelheiten. Begib dich zum unterirdischen Tempel. Dort wirst du den einzigen Weg finden, die Barriere zu zerstören. Ich verstehe nicht. War es nicht die Zerstörung der Barriere, weswegen du mich aufgesucht hast? Richtig, aber... Dann geh. Es ist schon genug Zeit verstrichen. Geh und such die Antwort im unterirdischen Tempel. Ich suche magisches Wissen. Okay, was hat er denn noch so? Okay, noch nicht so viel, was wir gebrauchen können. 20 Lernpunkte haben wir nur. Dann würde ich aber sagen... Mal kurz speichern. Wir versuchen mal zu den Wassermagiern zu kommen, denn wir müssen ja eh... in die freie Mine. Wir müssen ja zu diesem Ork. Ja, und teleportieren funktioniert schon wieder nicht. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Gut, dass du kommst.
Ich habe schon auf dich gewartet. Ja, da sind wir wieder. Wir werden hier ganz schnell angesprochen. Ich habe jetzt einfach mal den Renderer deaktiviert. Ohne den funktioniert es komischerweise. Also, keine Ahnung, was das für ein Müll ist mit diesem mit diesem Programm. Sieht zwar geil aus, Gothic dann, aber es läuft einfach überhaupt nicht. Ich denke mal, den Rest des Spiels machen wir jetzt einfach ohne, weil gerade jetzt wird das Teleportieren ja doch schon relativ wichtig. Und so geil Gothic auch aussieht, aber solche Probleme, das macht überhaupt keinen Spaß mehr. Wirklich nicht. Okay, jetzt aber weiter im Programm. Du hast auf mich gewartet. Warum? Gorn bat mich, dich bei deinem Auftauchen hier sofort zu ihm zu schicken. Was ist los? Er hat einen Plan zur Befreiung der besetzten Mine. Bewacht er noch den Zugang zur Mine? Ja. Bitte suche ihn so schnell wie möglich auf. Siehst du, das Spiel rechnet sogar schon damit, dass ich mich teleportiere. Heißt, wäre ich jetzt ins Lager gelaufen, hätte ich das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Und naja, ich hoffe einfach, dass es jetzt ohne diesen Grafikrenderer besser funktioniert, bisschen stabiler funktioniert. Und wenn es jetzt läuft, dann muss ich das leider auslassen. Auch wenn es sehr, sehr schade ist, weil Gothic damit echt geil aussieht. Aber es lässt sich halt nicht ändern. Zeig mir deine Ware. Okay, Stärkeamulett, das interessiert uns alles nicht so. Kannst du mir was beibringen? Ja, er unterrichtet nur Wassermagier. Hast du mit Xardas gesprochen? Mann, wie ich hier erwartet werde. Ja, sollten wir ihm davon erzählen? Nun? Nun? Nun was? Die ganze Sache ist anders, als du denkst. Was heißt anders? Er muss einen Weg finden, wie wir den Erzhaufen sprengen können. Der Erzhaufen, der ist mittlerweile sehr groß. Suche Xardas, er muss uns helfen. Geht zur Seite. Ja, Xardas wird euch wohl... naja. So. Ein Vorteil ist natürlich, man sieht jetzt auch endlich mal ein bisschen was. Aber, naja. Gut, wir müssen uns aufmachen zu Gorn. Vorher würde ich ganz gerne nochmal bei Kollege Wolf vorbeischauen. Bin ich weiter runtergeflogen, als ich wollte? Wolf! Hey, Wolf! Warte mal. Hallo! Ja, moin, was geht? Ich kann ihm erstmal die Felle verkaufen, die wir so haben. Ohrkunde, ja. Okay, mehr haben wir gar nicht. So, er hat immer noch die Trollfellrüstung. 2 Trollfelle, 4 Trollhauer, 4 Krallen. Wo ich halt immer noch nicht weiß, wie ich an Trollhauer komme. Und bei Sumpfheit 10 auch nicht. Ich hätte die Rüstung gerne. Einfach um auch mal zu wissen, wie gut die sind. Und vor allem interessiert mich, wie so eine Sumpfheit-Rüstung aussieht. Aber, naja. Vielleicht kommen wir da ja noch irgendwie ran. So, und wenn du schon mal... Okay, dann halt nicht. Ich glaube, als Bandit hätte ich mich... Oh, 5 Geschicklichkeitsbonus. Wir sollten vielleicht hier nochmal in die ein oder andere Truhe rangehen. Was ist los? Ich habe so das Gefühl, das könnte sich lohnen. Ich wäre vielleicht ein guter Bandit geworden. Warte mal, wahrscheinlich wird sich nicht jede Truhe lohnen. Aber man kann ja mal... Achso, die ist nicht mal abgeschlossen. Okay.
Ja, sag ich, es lohnt sich nicht jede Truhe. Aber die von dem Händler hier könnte vielleicht noch ganz interessant sein. Warum weckst du mich? Das ist er nicht, aber Bruce ist ja jetzt auch Charakter mit Name. Vielleicht hat der was Spannendes. Der hat zumindest abgeschlossen. Hat aber auch nicht viel da drin. Weißt du, wir hätten am Anfang so schön an Erz kommen können. Man hätte echt hier nur an die Truhen rangehen müssen. Wer bist du? Du bist ein Bandit. Du bist auch ein Bandit. Okay. Dann habt ihr wahrscheinlich nichts Besonderes. Huch, falsche Taste. Ich meine, so in einem Banditenlager muss man ja schon mal damit rechnen, dass man beklaut wird, oder? Sehe ich das falsch? Warum weckst du mich? So, jetzt interessiert mich aber... Ist das nicht Schweigs Hütte? Nee, Schweig heißt der gar nicht. Wie hieß denn der Händler? Schweig war, glaube ich, der Typ, den ich aus seiner Hütte geprügelt habe, ne? Wie ist der Sharky? Oder Shark? Ist auch nur ein Bandit? Oh, ob wir an die Truhe bei Lee rankommen? Ich glaube nicht. Also, ich bin jetzt tatsächlich gerade so... Naja, so in Stimmung, dass man es ja mal versuchen könnte. Aber ich glaube, an Lees Truhe ranzukommen... Das wird nix. Als ob der jetzt aufwacht. Du störst meine Nachtruhe. Ich stehe nicht mehr in deiner Hütte. Ich glaube, der hat auch gar keine Truhe, ne? Hat Gorn eine Truhe? Also ich meine, klar, Gorn ist jetzt irgendwo unser Kumpel hier. Oh ja, der hat eine Truhe. Mensch, was ist denn das für ein Schloss? Geht doch. Aber auch er hat nicht viel Interessantes. Schade, ich hätte jetzt eine geile Axt oder so erwartet. Wachen! Hey du! Hierher! Oh oh. Verprügelt ihr mich jetzt alle? Was wolltest du da drin? Verschwinde, bevor ich mich mit dir beschäftige. Nee, ich wollte da gar nichts drin. Ich bin nur aus Versehen reingelaufen. Aber cool, dass gleich die Wachen von hier oben runterkommen. Lee schläft. Sehr cool. Ja, Lee, schlaf du mal schön. Naja, Lee, immerhin hattest du ein bisschen was, was ich gebrauchen kann. So, seine Wachen haben nichts mitbekommen. Die baggen hier noch ein bisschen rum. Dann können wir uns mal schnell aufmachen zu Gorn. Mit dem sollen wir ja reden. Und dann werden wir uns, glaube ich, aufmachen... Zur verlassenen Mine. Ich wollte gerade schon sagen, zur alten Mine. Und werden die hoffentlich befreien, damit wir an den Ork rankommen. Du kommst gerade richtig.
Wir bereiten uns auf den Gegenschlag vor. Die Rückeroberung der freien Mine ist der erste Schritt. Eine Rückeroberung mit 4 Mann? Wo sind all die anderen Söldner? Ein frontaler Angriff bringt nichts. Dafür sind Gomez' Leute zu gut verschanzt. Aber eine verdeckte Operation, bei der wir Mann für Mann ausschalten, könnte gelingen. Lee bat mich, dir etwas auszurichten. Obwohl du nicht zu uns gehörst, hast du unserem Lager schon große Dienste erwiesen und dich mehr als bewährt. Wir bieten dir die Durchführung der Operation an. Ich werde mit dir gehen. Gemeinsam können wir es schaffen. Warum gerade ich? Du hast schon mehrmals bewiesen, dass du Mut hast und gleichzeitig denken kannst. Außerdem kennst du das alte Lager und die Gardisten besser als die meisten von uns. Du bist der beste Mann für diesen schwierigen Job. Na, wenn du das so siehst? Der erste Schritt? Was wird denn der zweite sein? Sobald die Mine wieder in unserem Besitz ist, werden wir den Pass über die Berge suchen, den Gomez' Leute für den Überfall benutzt haben. Wenn der Pass dicht gemacht wurde, haben wir die Situation wieder im Griff. Verstehe. Also ich kenne da eine Menge Wege, die da oben weggehen, aber ich wüsste jetzt nicht, welcher davon der Pass sein könnte. Okay, lass uns den ungebetenen Gästen in der Mine kräftig in den Hintern treten. Nichts anderes habe ich von dir erwartet. Hier, nimm diesen Schlüssel. Er öffnet das Torhaus vor dem Eingang der Mine. Auf in den Kampf! Genau. Kommt er jetzt mit? Fast hätte ich es vergessen. Der Bandit Wolf will dich unbedingt sprechen, bevor wir zur Mine aufbrechen. Na, dann gehen wir dann nochmal. Dann werde ich ihn besser noch vorher aufsuchen. Tu das. Ich warte hier am Wachposten auf dich. Dann gucken wir einmal schnell, was Wolf noch möchte. Bevor wir jetzt in die Mine gehen. Ich war doch gerade bei Wolf. Warum hat er mich nicht drauf angesprochen, wenn er was will? Junge, Junge, Junge. Das ist ein Typ, ey. So. Und wir dürfen die Operation leiten, obwohl wir nicht mal dem Lager angehören. Die Jungs vertrauen uns hier echt. Ich leg mich mal einmal schnell pennen. Nicht, dass Wolf gleich auch die Wachen ruft. Herr Wolf? Hey du. Hallo. So. Gorn sagt, du wolltest dringend mit mir sprechen. Gut, dass du vorher noch vorbeikommst. Vor was? Vor eurem Besuch in der nicht mehr ganz so freien Mine. Worum geht es? Ich hatte neulich eine Idee, wie wir völlig neue Rüstungen herstellen können. Aha, und wie? Das härteste Material, das ich kenne, sind die Panzerplatten der Minecrawler. Nicht etwa die der kleinen, harmlosen Exemplare aus der jetzt verschütteten Mine von Gomez. Nein, die nicht. In unserer Mine lebt eine wesentlich gefährlichere Unterart. Der Panzer dieser Biester ist fast nicht zu durchdringen. Wenn du mir einige dieser Panzerplatten bringen könntest, würde ich versuchen, daraus eine Rüstung herzustellen. Wie bekomme ich diese Platten von den Biestern ab? Das ist relativ einfach. Die Rückenplatten sind nur an deren Rändern mit dem Körper verwachsen. Nimm einfach ein Rasiermesser und schneide halb schräg an den Rändern entlang. Okay, kapiert. Mal sehen, ob ich solche Panzerplatten finden kann. Ich glaube, das war sogar eine ziemlich hässliche Rüstung. Hallo. Und diese Information gibst du mir völlig uneigennützig. Nicht ganz. Wenn es mir gelingt, aus solchen Platten eine gute Rüstung zu zimmern, werde ich sehr schnell sehr viel... lassen wir das. Genau, wir wissen beide, was du meinst. Ja, also ich glaube, diese Quoller-Rüstung, die war relativ hässlich. Die war, glaube ich, gut. Aber ich meine, ich fand die immer so hässlich, dass ich die nie getragen habe. Naja. Zur nicht mehr ganz so freien Mine werden wir in der nächsten Folge gehen. Dann holen wir uns auch die Panzerplatten und sprechen mit diesem Ork, der da noch sein soll. Bis alles dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.
im Lager.